Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zum Unser Uwe Spezial über den Dächern von Bielefeld. Und wir haben ihn wieder, Uwe Kleinschmidt, eben noch bei der Euro, jetzt zurückgetrennt aus Polen, weil er Mario Balotelli hat laufen lassen im Halbfinale. Hi Uwe. Ja, so ist das. Vielen Dank dafür und hallo Jens. Hi. Ja, schön, dass du wieder da bist, Uwe. Du hast den großen Fußball gesehen bei der Euro. Ja. Großer Fußball, kriegen wir den jetzt auch in der anstehenden Bundesliga-Saison eigentlich? Ja, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir großen Fußball wieder zu sehen bekommen. Wir haben ja schließlich die Jubiläumssaison vor der Brust. Der 50. Meister seit Erfindung der Bundesliga wird ermittelt. Ein Grund zum Feiern. Einige Mannschaften haben, glaube ich, schon mal vorgefeiert vom DFB-Pokal, schon die Feierlichkeiten vorgezogen. Hoffenheim, Greuther Fürth, Nürnberg, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt und ich glaube auch deine Hamburger haben schon ein bisschen zu früh gefeiert, oder? Ja, darauf habe ich gewartet, aber ich würde einfach mal sagen, wir nehmen es positiv, die haben auch ihre Kräfte gebündelt für die Jubiläumssaison. Genauso, wie wir das ja auch tun bei der Neuen Westfälischen. Bundesliga geht los, das heißt, bei uns geht auch der Bundesliga-Trainer los, der Brokamp-Bundesliga-Trainer im Netz auf nwnews.de. Und jetzt glauben sie, sie glauben nicht, wenn man zum ersten Mal dabei ist, Uwe Kleinschmidt mit einer eigenen Mannschaft. Uwe? Das stimmt. Das stimmt. Uwe, hast du eine Mannschaft zusammenbekommen? Ja, selbstverständlich. Ich meine, ich habe ja immerhin 100 Millionen Euro von dir geschenkt gekriegt. Ja. Erstmal danke dafür. Wusste gar nicht, dass eure Ressource viel Geld hat. Aber gut, bin ich jetzt wieder schlauer. Ja, ich habe eine Mannschaft zusammengekriegt und ich muss sagen, meine Freunde vom FC Bayern, auf die verzichte ich komplett. Die haben mich zu sehr enttäuscht. Champions League Finale gegen Chelsea, wenn man da nicht die Traute hat, zum Elfmeterschießen anzutreten und dann Torwart dran muss, die werde ich jetzt ein Jahr mit Missachtung strafen. Ich habe trotzdem mir eine bunte Mischung zusammengestellt. Mario Mandzukic, VfL Wolfsburg, Claudio Pizarro, Werder Bremen, Dante, Borussia Mönchengladbach, Shaqiri, Basel. Dann habe ich überlegt, ob ich noch Tom Starke aus Hoffenheim ins Tor stelle. Ja. Den habe ich dann gelassen, der war mir am Ende ein bisschen zu billig. Einfach. Ja, Uwe, konsequent. Ja, sicher. Ja, reicht aber nicht für den ersten Elf. Sind da noch ein paar andere auf deiner Liste? Ja, sind noch ein paar andere. Ich muss hier kurz auf die Liste gucken von meinem Ghost-Tipper. Im Tor habe ich dann den Diego Benaglio, coolen, den soliden Michael Kadletz von Leverkusen, den oft unterschätzten Yannick Westergaard, Hoffenheim. Dann El Hierro Elia, den etwas wahnsinnigen Bremer, aber wahnsinnig mag ich eigentlich, weil du bist ja auch ein bisschen wahnsinnig. Den coolen Lars Bender noch aus Leverkusen dabei. Tolgay Arslan, gebürtiger Paderborner, jetzt vom HSV kennen wir sicher alle. Und vorne noch Didier Jakonan. Ich glaube, damit diese Truppe ist nicht zu schlagen. So, ich habe jetzt an einer Hand mitgezählt, das waren genau 11. Ja. Zusammen mit den, naja, Nicht-Bayern. Da stellt sich natürlich die Frage, braucht ein Uwe Kleinschmidt eine Ersatzbank? Die Frage ist vom Ansatz her genau richtig, der Gedanke ist gut, aber da auch Felix Magath vom Typ her mein Freund ist und das Geld einfach raus muss und ich das Geld gerne unter die Leute bringe, habe ich noch eine Ersatzbank mir zusammengestellt. Ich mach's ganz kurz. Torwart, der Fürther Max Grün, in der Abwehr noch Christian Fuchs, Schalke und Pinola, der Nürnberger, im Mittelfeld noch Co. und Hermann, Augsburg und Mönchengladbach und vorne noch meinen ukrainischen Freund Andrei Voronin. Und weil noch genau 7,5 Millionen Euro übrig waren, habe ich mir dann noch Vedat Ibisevic gegönnt. Uwe, sag mal, du willst noch ein paar Punkte holen? Ja, sicher, sicher. Und warum hast du keinen Dortmunder? Deswegen. Das ist Uwe Kleinschmidts Kader. Einige sagen, das ist Taktik, andere sagen, das ist Zufall. Uns interessiert natürlich brennend, wie Ihr Kader aussieht. Stellen Sie ihn auf, Sie spielen mit über nwnews.de. Da gibt es alle Infos, der kurze Weg zum Kader, der kurze Weg zu den Preisen. Jede Woche gibt es interessante Dinge zu gewinnen. Und am Ende der Saison gibt es eine Mercedes A-Klasse aus dem Hause Brokamp in Hasewinkel für ein Jahr für den Meistertrainer, die Meistertrainerin. Und die laden wir dann auch ein zu einem Special, denke ich mal, unser Uwe-Spezial mit der Meisterin. Meistertrainerin finde ich ganz gut. Die hat ja dann zwangsläufig Ahnung im Fußball. Dann könnten wir dich auch gleich mit auswechseln. Finde ich gut. Ja, und er sagt, ich wäre wahnsinnig. Uwe, vielen Dank. Wir sehen uns bald wieder. Ich bin gespannt auf deine Leistung, deiner Mannschaft. Und wir freuen uns, wenn Sie sich anmelden beim Brokamp-Bundesliga-Trainer. Mitmachen, jetzt zählt's. Bis dann. Tschö. Tschüss.